fast eine Dreiviertelstunde reingelabert und Podcast erzählt und dann zuletzt für nicht gut befunden. So ist der Bob. Ja, ich habe mich heute Morgen ein bisschen über meine Krankenversicherung aufgeregt. Ihr wisst ja nicht, wo sie ist, aber ihr könnt von mir wissen, dass sie zu fast 20% teurer wird Anfang Januar. Das machen die mit mir nicht. Das will ich ändern. Ich habe da so eine scheiß Klausel drin. Macht das nie. Fürs Alter vorsorgen ist okay, aber nicht bei der Krankenversicherung. Spart das Geld lieber so. Wenn ihr bei der Krankenversicherung für die Versicherung im Alter anspart, dann seid ihr ein Leben lang an diese Krankenversicherung gebunden. Und wenn ihr dann kündigt, dann ist dieser Betrag, den ihr eingespart habt, weg. Das wird bei mir jetzt passieren, weil ich mich da nicht mehr transalieren lasse. Ich lasse das nicht mehr mit mir machen. Es ist jetzt vorbei. Ich will aus diesem Vertrag in dieser Form raus. Definitiv. Da wird nicht ein Cent mehr fürs Alter vorgesorgt. Das mache ich für mich selber. Ich will frei sein in meinen Entscheidungen. Ich will einfach eine freie Versicherung wählen können. Habe mir einige Angebote eingeholt und muss sagen, dadurch, dass ich mit meinem Versicherungsmakler sehr gut kann, das ist ein ganz, ganz feiner Kerl, da denke ich, das werden wir hinbekommen. Ich hoffe das. Aber knallhart, und ich sage knallhart, das ist mir scheißegal, was, da ist nur ein Cent mehr bei der einen Versicherung, gehe ich zur anderen. Das wird nur noch aufs Geld. Die Leistungen müssen natürlich die gleichen sein. Ich will nicht Äpfel mit Birnen vergleichen. Es ist das ist ja deren Tricks, sind das ja, ne? Das ist immer, dass da, ach, guck mal, und der hat ja das aber nicht, das haben wir aber. Und der andere sagt, ja, aber wir haben das, das hat der wieder nicht. Und dann ist es mir egal, dann entscheidet halt der Preis. Fertig. Ja. Die grundlegenden Sachen müssen passen. Sag ich mal, ich brauche keinen Chefarzt, ich brauche kein Einzelbettzimmer, diesen ganzen Scheiß brauche ich nicht, ich brauche keine Altersvorsorge. Die Selbstbeteiligung, das ist mir wichtig. Ich möchte nicht so viel Selbstbeteiligung bezahlen. Das ärgert mich. Das ist nur ein Beispiel. Ne? Und da habe ich Freitag einen schönen Termin. Das ist ganz, ganz lieb, dass er mir so kurzfristig was gibt. Und dann wollen wir mal gucken, was dabei rauskommt. Ich habe mir bei einer anderen Versicherung ein Angebot oder lass mir bei einer anderen Versicherung ein Angebot erstellen. Das habe ich heute Morgen gemacht. Und ich hoffe, dass ich das bis Freitag habe. Dann kann ich das mitnehmen und schon mal zeigen, guck mal, sowas will ich haben. Sowas. Nichts anderes. Und günstiger will ich das haben. Sonst wird das nichts. Ja. Knallhart. Also es geht nicht mehr. Das kann ich nicht mehr machen. Boah, die sind ja wahnsinnig. Die sind doch verrückt. Dann vergleiche ich jedes Jahr. Ne? Und wenn ich da 200 Euro sind das jetzt, ne? Wenn ich die jeden Monat spare, das sind im Jahr 2400 Euro, nochmal fast 400 Euro Selbstbeteiligung, bin ich bei 2800 Euro. Und wenn ich mir die an die Seite lege, ja, und davon spare oder erstmal das Haus muss ich noch abtragen, da meine Sondertilgung von mache oder irgend sowas, ne? Das ist, wisst ihr, wie ich das meine? Das ist doch scheiße. Nee, da muss ich jetzt unbedingt ran, die Versicherungen. Das sind nachher mit den Autoversicherungen vielleicht 3000 Euro oder mehr, die ich sparen kann. Und überlegt euch das mal. Alles einmal auf den Kopf stellen. Das werde ich jetzt machen. Einmal alles auf den Kopf stellen. Ja, gut. Das ist heute Morgen gewesen. Ich weiß nicht, ob ich es veröffentlichen soll. Das ist irgendwie doch ziemlich. Ich habe ziemlich in einem. Man ist richtig sauer, ne? Und in dem Moment sagt man dann vielleicht Sachen, die einem hinterher leid tun. Ich höre es mir nochmal an. Das ist auch gar nicht so schlimm, sonst werde ich es nochmal überarbeiten oder nochmal aufnehmen. Ja, dann die Musik. Boah, die Gitarre, die geht mir im Moment sowas von ab. Das ist Wahnsinn. Das ist so Wahnsinn. Ich habe heute Morgen, bin ich um 5 Uhr aufgestanden. Das ist durchaus nicht ungewöhnlich, weil ich manchmal einfach wach werde. Wenn ich abends früh ins Bett gehe, bin ich morgens um 5 Uhr hellwach. Und dann habe ich mir schön Kaffee gekocht, habe mich soweit fertig gemacht, alles.
Und dann habe ich mir einen Kaffee genommen, bin hoch ins Musikzimmer und habe nochmal eine halbe Stunde bis 6 Uhr Musik gemacht. Nee, war sogar Viertel nach 6, glaube ich. Dreiviertel Stunde einfach mal nochmal ein bisschen geklimpert. Die Zeit, die ging sowas von schnell rum, das ist ja Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Da habe ich erst ein bisschen so zum Warmmachen so ein bisschen Tonleitern gespielt und Blues-Pentatonik. Habe ich heute mal geguckt, ein bisschen was geschrammelt und dann Rocksmith gespielt. Und ja, man merkt auch jedes Mal, man kommt ein bisschen weiter in den einen Song und dann irgendwann hast du ihn halt drauf. Den einen, den hatte ich jetzt schon, das ging innerhalb von 2 Stunden. Gut, das war natürlich ziemlich einfach, das waren nur Akkorde. So gut bin ich nicht, dass ich mir da jeden Song in 2 Stunden drauf schaffe. Aber das wird immer besser, ne? Und mit jedem Song, den du da übst, wirst du, bist du ja auch schneller fertig dann, ne? Irgendwann hat man sich dran gewöhnt, dass wie die Saiten funktionieren. Die haben ja eine bestimmte Farbe und so. Wenn die auf einen zukommen, die Zahlen kannst du natürlich lesen. Und was auch geil ist, ich habe immer aufs Griffbrett geguckt und musste mich da, ja gut, Blues-Pentatonik und sowas, klar, dann guckt man ja extra nicht hin, dass man das irgendwann mal verändern kann. Aber auch so über das ganze Griffbrett zu rutschen und die einzelnen Bünde zu finden, das ist gar nicht so ganz so einfach. Und solche Sachen übe ich damit unheimlich, weil ich ja auf den Bildschirm gucken muss und da auf mich die Zahlen zukommen mit den einzelnen Bünden. Und Das übt einfach. Ich denke schon, dass man dadurch Gitarre spielen lernt. Kann ich mir schon vorstellen. Ne? Und natürlich Spaß macht es, ne? Weil du natürlich Punkte bekommst und so. Und dann das Lied ein bisschen weiterentwickelst. Also du kommst dann prozentual, spielst das Lied immer weiter. Ne? Jetzt habe ich so, es ist nicht alles Rock und nicht alles Rock, nicht alles Metal, aber ist mir auch egal. Ich schaffe mir die einfach nach und nach drauf, die ich da habe. Und dann kann man sich ja so DLCs runterladen, also sprich andere Songs, die, wenn man da noch Bock auf irgendwas Besonderes hat. Bisher habe ich da noch nichts groß, aber ja, mal gucken. Erstmal das spielen, was da ist. Ein bisschen zocken. Da denken die Leute jetzt bestimmt, Mensch, Bob, bist du verrückt, du schaffst dir da Sachen drauf, die du ja überhaupt gar nicht unbedingt haben möchtest. Ja, wenn ich jetzt ein Lied scheiße finde, gut, aber dann nicht. Aber sonst interessiert mich das einfach, dieses Lied zu spielen und mal zu gucken, wie wird das gemacht. Und nicht so gut, dann ist da halt mal Bob Marley bei oder so, das ist doch gar nicht schlecht. Das macht mir Spaß. Und auch Charts waren dabei und sowas, ne. Ist okay, das macht mir sehr viel Spaß und das ist im Moment so mein Thema. Ich habe übrigens heute Morgen auf WhatsApp mal so ein Gutschein-Coupon von meinem Fitnessstudio verteilt. Da gibt es in Lemgo, Detmold und Hornbad Meinberg sind die von meinem Fitnessclub, haben die Studios. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Wenn ihr hier aus der Gegend kommt, dann kann ich euch so einen Coupon zukommen lassen und dann könnt ihr da 10-mal kostenlos trainieren. Wenn ihr Bock habt nur, ne? Das habe ich heute Morgen mal verteilt und jetzt kommt ein laufender Meter hier eine WhatsApp rein. Oh, geil, oh, schön, ja. Und wie ist das denn? Was muss ich da sagen? Sagt einfach, dass ihr von mir kommt, dass ich euch das geschickt habe und ja, weiß nicht, ob mir das gut geschrieben wird, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall 10-mal kostenlos trainieren mit Duschen, allen drum und dran. Und wenn ihr nur 10-mal zum Duschen hingeht, na, ist natürlich Quatsch, dafür ist es nicht gedacht, aber ja, vielleicht leckt ihr ja auch ein bisschen Blut und habt Bock, dann später weiterzumachen oder so. Ich bin in Lemgo, also wenn ihr mit mir zusammen trainieren wollt, dann können wir uns mal in Lemgo treffen oder sonst. Ja, wie gesagt, wenn ihr aus Detmold kommt oder so, hier gibt es ja auch das Buena Vista und Horn. Ja, da schon wieder einer. Ja, geil. Ich bin ja mal gespannt, ob da wirklich einige sind, die Bock haben und das mitmachen.
Coupon, wie gesagt, einfach mal reinschreiben, dann schicke ich euch den auch. Ich möchte den da jetzt nicht einfach drunter posten. Das ist irgendwo, ist Quatsch. Meldet euch bei mir und dann schicke ich euch das eben. Ja, und sonst will ich mal sehen, dass ich jetzt an die Arbeit komme. Ist genug zu tun. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, euer Bob.